Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wildstar mit mir, Zavex. Wir befinden uns in einer Moody-Höhle, weit entfernt von allem Lebenden, bei ganz vielen Untoten. Wir wollen einen großen Großclan-Lord Untoten eliminieren. Und dafür gehen wir diesen Weg weiter in den Höhlen des Todes. In der letzten Folge war alles nicht so erfolgreich. Safina hat mehrfach Bekanntschaft mit dem Tod gemacht. Und ich hoffe, jetzt darf sie den Tod nur angucken und nicht wieder selbst am eigenen Leib spüren. Das ist, glaube ich, nicht so gesund. Also, so den Tod. So, Großclan dort. You are very dead. So, weiter weg. Und das ist echt nicht stark. Tja. Doch nichts mit Koro. Nee, es ist ja gar nicht der Großclan. Das war einfach nur Morok, der Wurmzerfressende. Na denn, wenn das der Großclan-Lord der Draken gewesen wäre, der wäre klein gewesen. Schaut da hinten. Da ist ein wahrer Büsche. Wahrer krasser Typ. Level 14. Hey. Und für eine Quest. Ah, das sieht man das sogar. Habe ich jetzt endlich auch erkannt. Volle Power. Aufladen. So. Ich bin wiedergeboren und tot. Unmöglich. Wie konnte ein Ungeziefer wie du zu oft zerstören? Nun denn, ich bin krass. Du hast unaufhörlich jeden meiner Schritte behindert und meine Pläne ruiniert. Voll blöd, ey. Eines ist gewiss, du magst gewonnen haben, doch letztendlich wirst du mit deinem Blut dafür bezahlen. Muhahaha. Kommt sie? Oh. Na, hallo. Jetzt wieder alles fit? Alles happy? Du bist nicht mehr böse auf mich, ne? Das ist schön zu hören. So. Er ist immer noch ein Geist, aber alles ist cool. Na denn, dann können wir ja zurückgehen. Das machen wir ganz gekonnt mit einer Teleportation. Dann dauert das alles nicht so lang. Yeah! Mission complete. Verteilt. Das wolltest du doch, oder? Ja, ich wollte hierher. Das stimmt. Da hast du recht. Aufmounting. Rauflaufing. Yay. Jumping. Hallo. So. Darüber. Darüber. Jetzt sagen wir, wie cool wir waren. Wir haben einfach so einen Großclan-Lord einfach so platt gemacht. Der war echt schwach. Da war dieser Kleine aus der letzten Folge ja stärker. So. Was geht ab? Ravox Zorn. Ich danke dir, du hast die endlose Wacht von Lavekas faulem Sauerbar befreit hast. Die düsteren Wolken sind verflogen und die Toten können jetzt in Frieden ruhen. Nimm dir etwas. Ist eh alles schwächer als was du hast. Bist einfach zu gut für uns. Mögen die alten Götter über dich wachen. Es ist tragisch, dass Laveka nicht durch deine Hand starb. Ich fürchte, wir werden sie wiedersehen. Oh, shitty. Das stimmt. Da haben wir ja einen Bösewichten, der abgehauen ist. Und nicht einen, der zu uns gehört. Gut, dieser Arkos, den wir mal platt gemacht haben, der ist auch abgehauen. Haben wir auch später platt gemacht. Mal gucken, wo sie wieder auftaucht. So, damit ist das gegessen. Und wir können uns weiter bewegen. Und diese Schnitzeljagd, glaube ich, mal abschließen. Schnitzeljagd? Landeinnahme? Entdeckung. Schnitzeljagd. Take this Schnitzeljagd. Ich wohne da hier durch die Söpfe. Spüre den Teer, der todet. Wofür wird da nicht dieser Weg hier hoch? Ist das sinnvoll, hier hoch zu gehen? Ich bin mir damit nicht ganz sicher. Nee, ist nicht sinnvoll. Da kommen wir zu dem, wo wir schon waren. So, da ist ein großer Hochleveliger. Den wollen wir bald schon nicht begegnen.
Der Schnitzeljagd sagt 180, 160. Wir folgen der Nähe, der Spur, dem Weg. Wir verlangsamt worden. Tausend. Komm mal da hoch. Hier kommt man hoch. Skelett Boys. Was geht ab? Yep. Hier ist ein guter Ort. Ich weiß, hier waren wir sogar schon. Schnitzeljagd sagt in die Richtung. Nicht hoch. Ach, ich hätte ja eh noch mehr mutig. Ach so. Ah, das führte ja einmal hier so quer entlang. Ich verstehe, Tuten. 60, 70. Achso, das ist da. Beim Teleporteingang, Türchen. Hallo, leg mal einen Zahn zu. Ich bin direkt hinter dir. Na, im Grunde noch vor mir, glaube ich. Da bist du nämlich. Artemis. So, die Schnitzeljagd sagt: Hier. Ein Dead Sony. Einen tiefen Schlicker. Achso, das müsste das hier sein. Relikte können entlang der Küste nahe dem indanischen Teleportern tief im Canyon im Süden vergraben sein. Heißt das? Nee, nicht hier. Es ist schon in dem Gebiet hier. Blinke auf, Schnitzeljagd. Joa. Alter, dieses Teerzeugs ist echt scheiße. Komm schon, Brauner. Reite, davon. Ist auch über... Nee, wir grenzen das Gebiet gerade ein. Ich könnte auch hier sein. Junge, diese Schnitzeljagd. Hab mich noch fertig hier. Da ist was grün blinkendes. Schnitzeljagd sagt nicht nach da. Ja, Teleporter brauchen wir noch nicht. Reden wir erstmal mit Artemis. Überlass das Erkunden den Profis. Ich kann es kaum erwarten, diesen neuen Exolabor zu erkunden. Ich muss unbedingt alles über diese merkwürdigen Augmentoren erfahren. Es kann dann mit der Galaxie teilen. Mit der Galaxie teilen. Guck meinen wahnsinnigen Blick an. Ich bin wahnsinnig. Wie ein Schuhe. Bloß klüger und reicher. Und ich gebe dir nichts Tolles. Warte nur auf meine nächste wagemutige Heldentat. Es wird atemberaubend, das verspreche ich. Wo ist denn Kevo? Diese Expedition verzögert sich schon viel zu lange. Und guck mal, ich bin jetzt zweimal da. Ist das nicht verrückt? Sie ist echt zweimal ineinander. Ist das schon cool. Triff mich drin. Es bringt nichts, auf die Ankunft der restlichen Teammitglieder zu warten. Ich gehe jetzt rein und versuche etwas über die Augmentoren in Erfahrung zu bringen. Triff mich drin, wenn du so weit bist. Alles klar. Wenn ich es nicht entdeckt habe, ist... Selbst ihr Satz ist unterbrochen, weil sie reingegangen ist. Hier ist sie immer noch... Überlass das Erkunden den Profis. Okay, das ist schon lustig. Der heißt Subjekt Roh. Das ist auch ein besonderer. Subjekt Roh. Ey, ich kann den nicht anklicken, geil. Warte mal. Halt, stopp. Ich muss nachdenken. Erstmal mache ich dich fertig. Dann gehen wir mal gegen Subjekt Roh vor. So. Du bist gegessen. Ich Hundefutter. Dann bauen wir das weg. Weil wir eh warten müssen, bis dieses für die Air Power aufgeladen ist. Yeah. Alles klar. Dann. Air. Aufladen. Volle Kraft Feuer. Er versucht was zu werfen. Hat's aber verkackt. Und hab schon Hälfte Schaden. Okay. Ah, das läuft gut. Das läuft nicht so gut.
So, aber das hat reingehauen. Okay. Da brauche ich dann nicht die Schusstaste drücken. Auch gut. Ah! Feuer drauf, ist down. Nice. Subjekt des Roten. Yay, ein leichter Handschuh, die für Wahrnehmung war Heiler. Ein Heiler-Item. Mensch, werden wir mal irgendwann mal heilen. Für irgendwas auch immer. Weiß ich was. Probieren wir mal heilen. Ne, kennt man ja. Ich und heil. In dem Spiel. Oh, Schnitzeljagd ist in der Nähe. Ja? Was? Da? 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 Kann man hier schon graben? Man muss ja nicht hundertprozentig passen. Hat nicht funktioniert. Also echt hier. Echte. Nein. So, funktionier bitte. Haha. Geheimnis unter dem Teer erfolgreich abgeschlossen. Dann können wir uns in diese Höhle begeben. Diese Reliktstation, wo wir schon mal waren. Aber nun mal, diesmal ist es passender. Diesmal macht es auch Sinn, dass Artemis Sinn neben Kivo ist. Denn Kivo hätten wir ja nicht an einer anderen Stelle treffen sollen. Nein, ich hätte uns hier gar nicht die Quest geben sollen. Eigentlich hätten wir eigentlich theoretisch gar nicht reinkommen sollen. Es macht jetzt auch mit den Wissenschaftlern Sinn. Jetzt macht einfach alles Sinn. Nun gut. Und dort ist auch der Hüter. Hallo Hüter. Hallo Artemis Sinn. Bitte sag, dass du etwas zu berichten hast. Hoffentlich hast du etwas wirklich Interessantes zu berichten. Oh, da bist du ja. Sieh mal, was ich gefunden habe. Es ist nicht faszinierend. Es nennt sich selbst Hüter und fungiert als primäres Steuerungssystem für das Exolabor. Vielleicht kann es uns helfen. Hallo. Zug um Zug. Ich habe mit dem Hüter gesprochen. Er benötigt erst die Zugangsschlüsse, die du oben gefunden hast, bevor er uns helfen kann. Würdest du bitte zu ihm gehen und ihn mit ihm sprechen? Dem Hüter? Ja, so nennt er sich offenbar selbst. Ziemlich nette KI. Dafür, dass sie uns nicht helfen möchte. Es besteht darauf, dass er meine Fragen erst beantworten kann, wenn eine vorschussmäßige Autorisierung vorgenommen wurde. Okay. Und jetzt husch, weg mit dir. Wir wollen ja nicht, dass es noch schlimmer wird. Soweit ich das sagen kann, befindet sich das Exolabor in einem jämmerlichen Zustand. Echt? Glaubst du? Wie ist dir das denn aufgefallen? Ich weiß es nicht. So. Na, Kevo? Was ab? Die junge Herrin hat ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. So wie jetzt. Dieser Ort ist für Mademoiselle nicht sicher. Die Kreaturen sind irgendwie seltsam. Die Sicherheit von Lady Sin hat oberste Priorität. Ich werde hierbleiben und sie bewachen, während sie mit dem Hüter spricht. Du musst andere mögliche Bedrohungen eliminieren. Wie bist du hier reingekommen? Du magst das tapfere Herz einer Jägerin haben, aber es mangelt dir an den passenden Augen. Ich habe mich auf den Weg hierher gemacht, sobald ich erfahren hatte, dass Mademoiselle im Exolabor vorausgegangen ist. Und ich bin froh, dass ich es getan habe. Dieser Ort riecht nach Tod und Teer. Krieg ich hin. Jeder Feind, den du niederstreckst, mehrt den Ruhm für das Haus Sin. Je schneller wir hier verschwinden, desto besser. Olisch Klirchen, Popärchen. Dann reden wir mal mit dem Hüter. Mir stehen keine Remote-Drohnen für diese Aufgabe zur Verfügung. Allerdings gibt es ja dich. Wiederherstellungsprozess des Kernsystems initialisiert. Erwarte Eingabebefehl. Zugangsschlüssel akzeptiert. Autorisierung abgeschlossen. Hallo, ich bin der Hüter. Wie kann ich dir behilflich sein? Sieht aus, als würde es funktionieren. Also sie. Ich vermute, du würdest diese Nachrichten mit hoher Wahrscheinlichkeit als unglückselig bezeichnen. Leider muss ich dir mitteilen, dass Teile des Gebäudes durch Teeraussickerungen beschädigt wurden. Das war nicht schön. Bitte entschuldige die Sauerei. Guck dir an, ich habe leider keine Füße und kann nicht rumlaufen, um alles wegzumachen. Sorry. Ich befürchte, dass das
Skeletroiden-Phänomen durch eine Fehlfunktion im Sicherheitskern verursacht wird. Die Deaktivierung erfordert eine Synchronisierung mit dem Sicherheitsavatar. Was war das denn für... Was waren das für Konstrukte, die wir da oben gesehen haben? Das sind Argumentoren, von den Eldern entwickelte Konstrukte, die Argumentationen an Kreaturen vornehmen. Durch eine Fehlfunktion im Sicherheitskern haben sie das Argumentationsverfahren auch auf nicht lebendige Kreaturen angewendet. Eine simple Kalibrierung müsste das wieder in Ordnung bringen. Was bedeutet Argumentation? Argumentation ist der Zweck von Exolabor A37. Die Argumentoren sind darauf programmiert, die Umgebung nach organischem Leben zu durchsuchen, es zu analysieren und die notwendigen strukturellen Modifikationen vorzunehmen, um die Kreatur zu verbessern. Was ist ein Sicherheitsavatar? Ein kleiner Teil meines Programmes, der aber nur einen Bruchteil meines Bewusstseins und meines guten virtuellen Aussehens versehen ist. Leider ist er eine eigenständige, von mir getrennte Entität, die auf die Situation nur dann verstehen kann, wenn sie ihr Programm mit meinem synchronisiert. Alles klar, ich kümmere mich natürlich drum. Bitte, keine weiteren Verzögerungen. Bis dahin kann es jederzeit einen weiteren Angriff von der Skeletroid geben. Tja, ne? Kann passieren. Lady Sin möchte Zugriff auf die Daten über eldanische Argumentation. Unglücklicherweise wurde mein Speicherkern fragmentiert. Wenn du jedoch die Fragmente sammelst und synchronisierst, dann... Ja. Safina ist schon auf dem Weg. Oh, meine fragmentierten Unterprogramme. Ich fürchte, dass meine Erinnerungen nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Genau wie dieses Exolabor. Primärsystem offline, Backup-Modus aktiv. Bibu, bibu, bibi, bibu, 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 bibi, bibi, bibu, bibi, bibi. Alter. Das ist ein Roboter. Okay. Dann heißt es. Ja, GPS-Signal ist nicht unbedingt das Beste hier drin. Das haben wir auch schon aktiviert. Wir dürfen jetzt das Labor begutachten. Uiuiuiuiuiui, das wird interessant. Alles klar, aber ich würde sagen, das sehen wir erst in der nächsten Folge von Wildstar. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit Lady Sin, dem Hüter und ihrem Lakaien, dann schaltet einfach nächstes Mal ein. Yay, das war Wildstar, ich bin Zavex und ich bin nun raus. Ciao.